Also zuerst ist das schon eine schwere Mitteilung, die mich auch persönlich betroffen hat. So eine Traditionsbank, so eine Bank, die so zum Kanton Zürich gehört, dass es das nicht mehr gibt. Auf der anderen Seite bin ich sehr dankbar, dass der Bundesrat zusammen mit der SNB und der FINMA so rasch reagiert hat und damit auch für Stabilität gesorgt hat am Sonntagabend. Also wir bereiten uns in der Volkswirtschaftsdirektion jetzt vor. Wir wissen noch nicht, aber es kann zu einem Stellenabbau führen und da wollen wir gerüstet sein, dass wir da die Menschen so gut wie möglich betreuen können. Der Finanzmarkt ist und bleibt zurück gerade von der Zürcher Volkswirtschaft mit 17% Anteil am BIP und als grosser Arbeitgeber auch von Lernenden, über 300 Lehrstellen. Und von daher ist die Bedeutung ungebrochen.